Hey Leute und herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsworkout. Heute am 24.12. Ich glaube, wir haben alle einen schönen ruhigen Tag, aber ein bisschen Sport können wir trotzdem machen. Heute steht 12 Days of Christmas an. Das heißt, wir machen 12 Übungen. Wie das Ganze abläuft, erkläre ich dann genauer. Als Warm-up haben wir 3 Runden. 3x Perfect Stretch pro Seite, 4 Handwalks und 6 Dog to Cobra. Und die 3 Runden haben jetzt unser 12 Days of Christmas Workout. Wir haben 12 Übungen mit immer einer Wiederholung mehr pro Übung. Das heißt, in der ersten Runde starten wir mit einem Wall Climb, in der zweiten Runde dann ein Wall Climb, 2 Jump Squats. In Runde 3 ein Wall Climb, 2 Jump Squats, 3 Hand Release Push-Ups, immer so weiter. Die nächste Übung, die dazu kommt, sind die Thruster, dann kommen Side Crunches, Reverse Lunges, Burpees, Arch Rocks. Geschenke sagt Swing, ach, wenn ihr einen habt, wunderbar. Box Step Ups, Russian Twist und zum Schluss der Shuttle Run. Ja, in der letzten Runde sieht das also so aus, wir machen einen Wall Climb, dann geht es einmal durch und 12 Bahn Shuttle Run. Falls jemand schon Geschenke hat, nehmt gerne die als Gewicht. Ansonsten wünsche ich euch ein frohes Fest und Leute, ich wünsche euch auch ein frohes Fest. Bleibt gesund und bleibt voll fit. Viel Spaß mit unserem Weihnachtsworkout. Hallo zusammen, frohe Weihnachten und viel Spaß beim Workout. Hallo zusammen, auch von mir viele Grüße und ein frohes Weihnachtsfest. Gebt Gas beim Workout und viel Spaß beim Essen heute Abend. Hä? Wo bin ich denn hier? Das kann nicht wahr sein. Perfekt. Ich bin zwar nicht in der Box, aber hier ist wenigstens ein Weihnachtsbaum. Und dementsprechend, frohe Weihnachten auch nochmal an euch. Genießt auf jeden Fall das schöne Fest, die schöne Zeit mit der Familie und vor allem auch das schöne Essen. Und denkt immer daran, auch die extra Kalorien sind nicht schlimm, die dienen nur zur Regeneration. Ab geht's zu Aaron. Hallo liebe Puppe-Community, auch von mir frohes Fest, frohe Weihnachten. Nutzt vielleicht mal die besinnliche Zeit, um so ein bisschen runterzukommen. Bleibt fit, bleibt gesund und viel Spaß mit unserem Christmas Workout.